Moin, meine Herzen, willkommen bei Blood and Brain Digital und einem kleinen, ja, wie soll ich sagen, einem kleinen Videolog? Ich denke, Videolog ist ja die richtige Beschreibung. Oder sagt man Videoblog? Ah, es gibt ja Videologs und Videoblogs, ne? Ich bin mir da jetzt aber gar nicht sicher. Ich denke, ein Videoblog wäre eher was, wenn ich jetzt wirklich hier, keine Ahnung, jeden Tag live. Mehr oder weniger live aus dem Blood and Brain Büro, zack, zack, bam, bam. Ne? Dann wäre das vielleicht wirklich so eine Art Videoblog. Und ein Videolog ist, glaube ich, dann doch eher, ja, sowas wie so ein Tagebuch halt, ne? So, wo man nur sporadisch was reinmacht und dann, ja, so einfach bla halt, ne? Wie so ein digitales Tagebuch ist. Ne? Ich glaube, das trifft es ganz gut. Meistens dann halt irgendwie eingeschossen auf eine Thematik oder mit einem Ziel gesetzt halt so, ne? Anders als so ein Videoblog, was ja immer mehrere Themen abdeckt und sowas halt, denke ich mal, ne? So, ja. Aber vielleicht kann ja einer unten in den Kommentaren mal erklären, was der Unterschied ist. Videoblog und Videolog. Ich denke, ich bin mit Videolog hier an der richtigen Stelle, weil ich habe nämlich vor, oder wir haben vor, unseren kommenden Kickstarter so ein bisschen. Ja, so ein bisschen mehr Transparenz zu geben im Vorfeld schon. Das letzte Mal, als wir einen Kickstarter gemacht haben, da war das ja so, ja, hier, wir machen einen Kickstarter, pipapo, so sieht das aus, so zacki zacki. Und die Leute, sag ich mal, die Totenstadt da schon kannten, Totenstadt verfolgt haben da schon und so weiter und so fort, die wussten natürlich schon Bescheid, so, hey, ja, klar, haben das mitgekriegt, lalala, haben das unterstützt und so weiter und so fort, ne? Aber, ja, die ja, Totenstadt noch gar nicht kennen, die damit noch gar nicht in Berührung kamen, etc., etc. Die waren natürlich so ein bisschen so, ja, was ist denn das eigentlich? Und aha. So, und ich hatte ja nun lange genug Zeit, darüber nachzudenken, ne, den nächsten Kickstarter zu starten und so weiter und so fort. Und habe mir dann überlegt, so, ja, yeah, warum machst du das nicht mit allem Mann zusammen? Ne, so, dass jeder so ein bisschen mitbekommt, was denn da überhaupt los ist hinter der Kulisse halt, ne? Und wie sich der Kickstarter entwickelt und so. Sowas in dieser Richtung halt, ne? Also, ja, wie so ein kleiner Log halt, ne? Genau, so ein kleiner Videolog halt. Das Ganze wird so ablaufen. Ich werde sporadisch Videos dazu online stellen. Es wird jetzt nicht so einen Rhythmus geben wie, ja, jeden Monat mindestens drei Videos zum Thema oder sowas. Das halt nicht, weil, ich sag mal, Kickstarter gibt es schon lang genug und jeder wird wahrscheinlich wissen, dass nicht jeden Tag oder jede Woche irgendwas signifikant Interessantes passiert. So, ich könnte also, ne, jede Woche ein Video machen, in dem ich sage halt, ja, die Arbeit geht weiter, ne? Wir arbeiten dran, alles gut, nur aber zeigen können wir euch jetzt irgendwie nichts und noch nichts Neues wirklich richtig erzählen, weil halt alles so ein bisschen noch nicht zusammengefügt ist und ne, also bis nächste Woche, tschüss. Das ist auch irgendwie blöd. Und darum ist das halt sehr sporadisch. Es kann natürlich sein, dass ich, wenn es dann erstmal richtig losgelaufen ist, dann natürlich irgendwie so sage wie so, ja, zack, letzte Woche eine Folge, diese Woche eine Folge, bap, bap, das geht hier Schlag auf Schlag, ne? Alle sind voll dabei, bam, bam, wir haben schon die ersten Probedrucke erhalten, zack, 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 zack. So, das kann durchaus natürlich auch sein. Aber momentan denke ich mal eher, dass es eine recht entspannte Geschichte wird. Ne, umso schöner denn natürlich, wenn dann ein Video online geht, weil dann wisst ihr auf jeden Fall, da wird irgendwas gezeigt. Ne, da kommt irgendwie ein interessanter Inhalt mit, ne, in welcher Form auch immer. Genau. So, und deswegen, ne, sporadische Videos ab und an immer mal dazu. Das beeinflusst jetzt auch nicht unsere neues aus der Totenstadt Videoreihe oder halt Totenstadt, die Welt von Totenstadt wird auch nicht beeinflusst, die Booster-Erklärungsvideos auch nichts, das läuft ja alles abseits davon und beschäftigt sich auch eher mit dem Content von Totenstadt, der ja schon erschienen ist, beziehungsweise mit dem Universum an sich. Ne? So, am Ende dieses Videos werde ich da noch eine Playlist einblenden, da kommt ihr denn zu unserer, ich bin noch am Überlegen, aber ich denke mal, ich werde machen die Welt von Totenstadt Playlist halt, ne? So, und von da aus kommt ihr ja auch zu einem anderen Neues aus der Totenstadt und so weiter und so fort. Ansonsten, ihr seid ja sowieso gerade auf YouTube hier, einfach mal in der Playlist gucken, einfach mal eingeben Totenstadt oder so, und dann findet ihr auch alles dazu halt, ne? Auch How to Play Totenstadt und. Ne? Also die volle Dröhnung ist hier einfach zu finden. Genau. So. Aber in dieser Reihe geht es ja nun halt, wie gesagt, um unseren kommenden Kickstarter. Und ja, da muss ich, glaube ich, einfach mal ein bisschen ausholen. So, ne? Wir haben ja mehrere Anläufe gebraucht, bis Kickstarter erfolgreich war, halt so für uns. Die ersten zwei sind halt heftig gescheitert. Der dritte war dafür ein ziemlicher Erfolg.
Ja, was uns auch sehr gefreut hat und auch so ein bisschen gezeigt hat, so, ja, gut, ne, wir haben beim ersten und zweiten Kickstarter einiges gelernt. Das haben wir denn beim dritten Kickstarter besser gemacht, also viel besser gemacht, aber halt immer noch nicht perfekt. Ja, es ist einfach so, ich denke, also er lief gut. Ich bin zufrieden, wir sind alle zufrieden. Ne, jeder, der das Spiel zu Hause hat, ist hoffentlich auch zufrieden damit. Ne? Hoffe ich jetzt einfach mal so. Und die Leute, die jetzt in letzter Zeit hier Totenstadt bestellt haben und das Video vielleicht auch sehen, sind hoffentlich auch zufrieden. Ne? Also so gesehen war das schon ein schöner Erfolg für uns. Aber wie gesagt, viel drüber nachgedacht. Was haben wir ja nicht falsch gemacht, will ich jetzt nicht sagen. Was hätten wir noch besser machen können? Ne? Was hätten wir besser machen können? Und ne, das war halt einer der Punkte, war dann halt, dass mehr Außendienstarbeit. Ne, mehr die Leute ranziehen, die noch nie von uns gehört haben. Ne? So, ne, all solche Sachen halt. Und da, ne, dient zum Beispiel so ein Videolog zu, der hilft auf jeden Fall. Und wir haben auch noch andere Sachen in Arbeit, die so nach und nach kommen, die dann hier entsprechend auch in dem Videolog vorgestellt werden. Und ja, da hoffen wir einfach mal, dass das so ein bisschen so eine, ja, so einen größeren Kreis zieht letzten Endes halt, ne? Auf die eine oder andere Art. Wir werden sehen, wir werden gucken, ne? Abseits davon, wo wir gerade bei großen Kreisen sind, die englische Version ist auch noch in Arbeit. Die Basisbox ist so gut wie fertig. Wir wissen nicht genau, ob wir sie in den Kickstarter mit reinpacken. Wahrscheinlich wäre es schlau. Aber da müssen wir halt gucken, welche Ausmaße der halt annimmt. Also, eigentlich geht es halt um eine sehr große Erweiterung und Ergänzung von Totenstadt selber. Ne? Also es ist kein eigenständiges Teil, ihr braucht halt die Basisbox dafür. Das gibt es dann halt, wie gesagt, auch im Kickstarter, beziehungsweise ja, bei uns im Shop und so weiter und so fort. Aber ihr braucht halt die Basisbox, damit dann halt schöne neue Welt funktioniert. Weil sie Totenstadt um viele, viele, viele Elemente erweitert. Ne? Es kommt vieles rein, was ihr euch gewünscht habt im Laufe der Jahre, was wir sehr oft gehört haben. Ich sag mal so Sachen, die jetzt nur einmal genannt wurden oder so, sind dann nie wieder, die, ja, das haben wir zwar aufgeschrieben, wir haben eine ellenlange Liste hier so, aber ja, ne, das tut ja nichts zur Sache. So, ne, was zum Beispiel reinkommt, nur um so ein paar Fetzen kurz zu geben, ist zum Beispiel ein besseres Interface. Ja, also mit Interface meine ich halt jetzt sowas wie, wir haben ja die Gesundheitskarten vor uns liegen als Spieler und dann die, daneben dann die Ausrüstung und so weiter und so fort. Da wird es zum Beispiel ein bisschen mehr, Unterstützung geben, so dass man direkt halt sieht, dass jeder Mitspieler direkt sieht, aha, so sieht das aus, das ist das, das ist das, das ist hier ausgerüstet, das hat er so ausgerüstet, ah ja. Und dass man auch selber dran denkt, das habe ich ausgerüstet, das habe ich ausgerüstet. Weil es kommt halt doch mal oft vor, dass man dann irgendwie irgendwas angreift, was du aber gar nicht ausgerüstet hast oder gar nicht ausgerüstet haben kannst. So einfach, weil man das halt gerade nicht auf dem Schirm hat, ne? So, und da arbeiten wir dran, das zu verbessern. Auch transparenter zu machen, eindeutiger zu machen, übersichtlicher zu machen, ne? Angenehmer zu machen. Ne? Wie gesagt, es ist nicht schlecht, es funktioniert ja gut, es macht ja auch Spaß und sowas, ne? Und es ist ja relativ, man kann es ja strukturieren, wie man möchte, sein eigenes Interface halt so. Aber wir denken, dass es doch hilfreich ist, wenn man da so ein paar Sichtpunkte hat, ne? Dass jeder andere am Tisch auch sagt, na, hier, du kannst doch gar nicht damit angreifen. Oder ja, das benutzt doch lieber das, ne? Weil ich sehe gerade, du hast das gar nicht ausgerüstet, weil bla bla bla. Ne? So, es ist halt einfach die Sichtbarkeit des Charakters wird halt unterstützt, ne? Oder erweitert. So, das sollte schon einiges bewirken. Denke ich mal zum Beispiel das, denn was auch oft gefragt wurde und halt jetzt dann auch reinkommt, und halt der Hauptfaktor von Schöne Neue Welt sein wird, ist halt die Stadt an sich. Jetzt bewegt man sich ja durch die Totenstadt, indem man einfach diesen Begegnungsstapel mischt und sagt, okay, Samen hier, ne, das sind jetzt so 25 Karten, da ist das Ziel drin, das ist halt ein Teil der Stadt, durch die wir kämpfen. Zack, zack, so, bumm, fertig. Funktioniert, alles cool. Ne? Ich kann aber auch die Leute verstehen, die sagen, ah, ich möchte ein bisschen mehr Stadt. Ne? So, und da greift halt Schöne Neue Welt denn rein, in dieses ein bisschen mehr Stadt. Der Vorteil ist, ihr müsst, um den Großteil des Contents von Schöne Neue Welt nutzen zu können, müsst ihr nicht unbedingt diesen ganzen Stadtplankram mitmachen. Ne? So, die Karten an sich bleiben zum Großteil die gleichen und so weiter, ist alles kompatibel untereinander. So, der Stadtplan an sich, an dem wir arbeiten, der ist halt einfach ein, ja, für noch eine Spur mehr Interaktion mit dem Universum, mit der Welt, weil man baut, jede Spielergruppe baut ihre Stadt halt
ja, random auf. Natürlich kann man sagen, ja, ich will hier ein Wohnhaus und da will ich ein Gutkauf-Kaufhaus und hier soll die Kirche hin. Alles cool, kann man das gerne machen. Wir schlagen natürlich vor, dass man da seine Karten durchmischt und dann baut man halt den Stadtplan auf. So, jetzt schlagen wir natürlich vor, dass man sich das dann auch merkt, irgendwie aufschreibt, was ist wo und so weiter oder ein Foto. Macht einfach ein Foto davon. Ne, für den nächsten Zockabend, dass man dann direkt da weitermachen kann. Oder vielleicht machen wir auch eine Lageplan-PDF, wo man dann die einzelnen Kartennummern eintragen kann und irgendwie sowas halt, ne? Genau, so. Aber damit hat denn jede Spielergruppe ihre eigene personalisierte Stadt. Mit ihren Ereignissen, mit ihren Änderungen und Entwicklungen. Also ist jetzt nicht so, dass alle 5, 6 Züge oder sowas sich die Stadt völlig ändert und boah, Häuser stürzen ein und was weiß ich was. Das jetzt in dem Sinne nicht. Ne? Also zumindest nicht so aggressiv und nicht so heftig. Zumindest bei der Release von Schöne Neue Welt. Es werden natürlich, wie gehabt, auch da weitere Zusatzpacks kommen, etc. Lala, Booster-Packs, Ereignisse hast du nicht gesehen und so weiter. Die Einfluss nehmen dann auch auf den Stadtplan und das, was da halt so passiert. Aber ja, es ist jetzt nicht so, dass man da die ganze Stadt alle 5 Züge komplett umbauen muss. Da, also keine Angst, ne? Ihr baut das Ding auf, entweder zufällig oder gewollt. So, haltet das irgendwo fest, macht ein Foto oder sowas. Und dann spielt ihr erstmal innerhalb dieser Stadt. Es muss sich ja auch erstmal alles entwickeln da drin. Ne? Es müssen ja erstmal Ereignisse passieren, es müssen Sachen gefestigt werden und halt so. Ne? Ihr entwickelt quasi die Stadt während des Spiels weiter. So, klar gibt es dann auch Änderungen und ne, vielleicht brennen noch mal ein paar Gebäude ab oder. Vielleicht befestigt ihr auch irgendwo eine Festung, ein Lager, Stützpunkt, wie auch immer man das nennen möchte. Soweit sind wir halt noch nicht mit der Namensgebung und so. Aber es wird sich natürlich was bewegen halt. Ne? Nur halt nicht bam, 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 alle 5 Minuten. Also da keine Angst. Ne? Man wird seine Stadt schon noch genießen können. So, da rein spielt zum Beispiel auch, haben wir schon öfters mal vorgestellt, natürlich auch die Zonen. Ne? Die Zonen auch. Es gibt ja die grüne Zone, das ist ja eigentlich überall. Dann gibt es die gelbe Zone und die rote Zone. Ja, und da haben die Gegner halt bessere Werte, mehr Lebenspunkte, machen mehr Angriff. Bababab. Und natürlich die rote Zone ist natürlich das Übelste von allem. Da knallert das halt richtig. So, und innerhalb diese Zonen zum Beispiel kann man auch im normalen Ablauf nutzen. Also wir haben 25 Karten oder sowas, das ist das Ziel. Ne? Ziehen wir einfach noch eine Zonenkarte vor. Oh shit, die Mission spielt in der roten Zone. Oh, das wird übel. Ne? Kann man natürlich auch machen. Oder aber, ne, man verbindet sie dann entsprechend mit der Map und hat dann halt Zonen, die sich dann über die Karte bewegen. So, ne, hier, keine Ahnung, wir spielen heute Abend, zack, bumm, dann sind die 5, 6 Karten da, 5, 6 Orte, sind halt rote Zone. So, und am nächsten Tag, wenn wir wieder spielen oder sowas, dann ist da oben halt vielleicht eine grüne Zone, eine normale Zone. Also die rote Zone ist woanders oder ist gar nicht da oder sowas halt jetzt, ne? Das ist halt auch so ein bisschen ja, die Welt lebt halt, ne? So, jedes Mal, wenn es dann wieder weitergeht, wenn man wieder aufgebaut hat und so weiter, dann wird erstmal festgestellt, wie hat sich das alles entwickelt? Was ist passiert? Haben sich Zonen neu gebildet? Haben sich Zonen bewegt? Sind Zonen verschwunden? Ne? All sowas halt. Das entwickelt sich denn halt immer so. Also, ja, man könnte halt sagen, dass alle Ereignisse, die während des Spiels ablaufen, ne, dass die im Grunde deren eventueller Einfluss erst beim nächsten Spieleabend denn wirklich eintreten, wenn ihr halt alles wieder aufbaut. So halt, ne? Damit man halt nicht direkt erschlagen wird und solche Sachen, ne? Und immer was Neues hat, wenn man dann halt quasi wieder neu reinstartet, ne? Genau. So, also es ist, der Hauptfaktor ist halt einfach die Welt, ja, die Welt festigen, da ein bisschen Bewegung einbringen, dass, ja, den Leuten das geben, also euch allen halt das geben, was ihr gerne hättet, und das ist halt so ein bisschen mehr. Also, das haben wir zumindest sehr oft gehört, deswegen sage ich jetzt einfach mal, das ist das, was ihr möchtet. Also, ein bisschen mehr von der Stadt halt einfach, ne? Dass man mehr Möglichkeiten halt auch sagen kann: Ja, hier befestigen wir uns jetzt, und ja, da hinten ist ein Gersek-Stützpunkt, den lassen wir einfach mal da. Wir gehen da nicht lang, wir gehen woanders lang halt, ne? Also, so ein bisschen dieses, ja, wir ziehen 5 Karten, für jeden Söldner eine.
so ein bisschen auflockern und erweitern durch. Ah, jetzt sind wir hier in der Würfelgasse oder ah, hier ist das Gutkauf-Kaufhaus, ne? Da gehen wir dann weiter über die So-und-So-Straße und dann kommen wir zur Kirche da hinten. So, ah, warte mal, aber nee, wenn wir bei der Kirche sind, dann könnte das und das passieren, weil der Friedhof ist ja auch da und wenn wir das Ereignis dann ziehen und ne? Irgendwie so ein bisschen in dieser Richtung halt, ne? Alles so ein bisschen lebendiger machen, ne? Und halt, ja, quasi schöne neue Welten, ne? Haben wir zum Beispiel auch natürlich Missionsideen wieder. Es gibt diesen Standard, ne, den wir ja kennen hier: töte den Gegner, rette den Überlebenden, pipapo. Ja. Aber es gibt natürlich auch sowas wie, ja, Überwachungskameras aufbauen oder prüfen. Überwachungskameras prüfen, ne? Wir sind in der Stadt, sind 5 Stück aufgebaut oder sowas, ne? So, zack, wird dann geguckt, auf welchen Karten sollen die sein. Okay, gut, zack, dann muss der Weg dahin geplant werden. Kommen wir an, bei der ersten Kamera wird gecheckt, so, ah, okay, ist kaputt. Ja, ist nicht kaputt, gut, okay, schön. Passiert nichts, weiter, zweite Kamera, ist auch heil. Dritte Kamera, oh, scheiße, ist kaputt. Ah, reparieren, dauert ein paar Runden, ne? Kommt Gegner, ja, sowas halt, ne? Also man muss ein bisschen mehr den Weg planen und all sowas. Aber man muss es halt nicht. Ne? Und das ist ja das, was uns immer sehr wichtig ist bei Totenstadt, dass man den Content nutzen kann, aber nicht nutzen muss. Ne? Sicherlich wird es Content geben, der geht nur in Verbindung mit dem Stadtplan. Das lässt sich dann gar nicht verändern. Ne? Das ist dann einfach so. Aber wir werden möglichst versuchen, alles halt auch ohne Stadtplan nutzbar zu machen. Ne? So, also wer jetzt, sag ich mal, keinen Bock darauf hat, jedes Mal erst die Stadt aufzubauen und lala, sondern einfach mal schnell eine entspannte Runde Totenstadt knüppeln will, ne? Der zieht dann trotzdem seine 25 Karten oder sowas und sucht das Ziel und fertig. Ja, man kann es ja trotzdem in die Charakterentwicklung oder so einfließen lassen und in die Weltentwicklung, was da passiert ist und so weiter und so fort halt, ne? Das kann man ja trotzdem denn nutzen. Man umgeht dann im Grunde nur direkt halt die Stadt. So, ne? Das ist, wie gesagt, das wird alles im Regelwerk dann stehen, das wird alles noch verfeinert und so weiter und so fort. Und dementsprechend auch der Teil der Charakterentwicklung, der wird aus der normalen Basisbox im Grunde verschwinden und wird komplett in schöne neue Welt rüber. Ja, wanken. Weil wir festgestellt haben, so, ja, die Charakterentwicklung, so wie wir sie jetzt haben, ist schon nicht schlecht. Aber das kratzt einfach irgendwie nur so am Boden halt. Ne? Da geht mehr. Da kann man viel mehr machen. Aber das geht nicht innerhalb dieser Basisbox. Ja, so der Inhalt der Basisbox und so, der lässt einfach nicht zu, dass man da mehr draus macht. Ja, so, und schöne neue Welt ist dann halt. Ne, wie gesagt, eine von Grund auf neue Erweiterungsbox. Da haben wir natürlich viel mehr Luft und sowas, um halt Charakterentwicklung und so weiter viel besser voranzutreiben und einzubinden. Ne, vor allen Dingen in Verbindung mit der Entwicklung der Stadt. Dann macht das natürlich viel mehr Sinn. Genau, deswegen werden wir halt das daraus entfernen aus der Basisbox und so weiter und halt darüber schieben zu schöne neue Welt. Wir wollen es quasi mit reinpacken, aber. Sind, ja, wenn es nachher doch zu umfangreich wird, müssen wir uns das überlegen, ob wir denn nicht vielleicht doch noch neben Schöne Neue Welt halt so einen kleinen Absacker machen und sagen, ja, hier, zack, bumm, ne, das ist, hier, das braucht ihr alles für die Charakterbuilding-Sachen und so weiter, ist doch ein bisschen umfangreicher so geworden halt, aber dafür habt ihr hier dann einmal so ein komplettes Set nach oben drauf, einen kleinen Obolus, fertig. Ne? So, da sind wir momentan noch am Überlegen, weil wir halt nicht möchten, dass die Entwicklung der Stadt und der Welt, deswegen ja schöne neue Welt, dass das halt jetzt runtergestuft wird oder beschnitten wird, aufgrund der Charakterentwicklung halt, ne? So, da müssen wir irgendwie so ein bisschen gucken. Entweder finden wir einen guten Mittelweg oder halt, wie gesagt, die Charakterentwicklung wird halt nochmal extra ausgesourced. Kommt dann aber trotzdem mit dem Kickstarter, aber ist halt nochmal sein eigenes Ding halt so, ne? Da müssen wir halt gucken. Das wäre wahrscheinlich noch besser, eventuell, weil wir dann natürlich noch komplette Freiheiten haben und uns eigentlich auch mit gar nichts abärgern müssen, weil es ja sein eigenes Ding ist, so im Grunde, was einfach Zugriff hat auf Totenstadt und Totenstadt Schöne Neue Welt. Da sind wir aber noch am Grübeln, sind auch noch nicht so weit, alles gut. Ja, wird sich sicherlich auch alles nochmal vor und zurück drehen, hoch und runter. Ne? So, das wird man dann einfach sehen müssen. Ne? Mal gucken. Dann haben wir auch schon ein Cover. Also zumindest erstes Cover, so, das ist noch nicht ganz fertig. Da wird auch noch ein bisschen rumgearbeitet und der Titel muss noch rauf und sowas. Aber wir können schon mal einen ersten Blick drauf werfen. Einen Moment. Es ist hier. Zack. Das wird so da die Boxart, halt die Front.
Und dann oben da, ne, kommt dann so einen schönen slashigen Totenstadt-Buchstaben halt. Bam, bam, schöne neue Welt, zack. Ja, die ganze Box selber wird auch in diesem giftgrünigen Gelb-Mix gehalten da und so weiter. Schon sehr eklig, aber schon stimmig und auch die Horde. Ne? Ich bin schon mal überlegen, ob wir das irgendwie so ein bisschen versuchen so zu machen, dass diese Horde rundherum geht so ein bisschen. Also quasi, dass diese Gruppe im Grunde weitergeht. So, nur, dass logischerweise dann quasi über den Buchrücken, ne, so wie der VHS-Hüllen, wie gehabt halt, ne, über diesen VHS-Buchrücken rüber, zipp und da hinten auf der Rückseite, wupp, weiter und dann, ne, weg halt. So, das wäre, glaube ich, so ein Rundum-Cover-Bild im Grunde. Das wäre, glaube ich, schon ganz cool. Und würde auch die Thematik nochmal aufgreifen, ne, und dass es halt in der Stadt spielt. Da ist natürlich die ganze Zeit Halligalli, ne, mit Pech und sowas. Das wird, glaube ich, eine ganz coole Geschichte. Hier auch nochmal sehr prominent drauf, der Clark von der Themel. Auch sehr schön. War im Classic Totenstadt sehr aktiv. Hat sich gerne in die Luft gejagt. Wird auch in Schöne Neue Welt seinen Auftritt wieder haben. Er wird jetzt zurückkehren, Clark. Und da wird sicherlich die eine oder andere bombige Überraschung mit dabei sein. Wir werden sehen. Das ist aber, wie gesagt, so der erste Entwurf hiervon, so, ne? Das Cover. Schöne neue Welt. Das wird, glaube ich, eine ganz coole Geschichte. Genau. Dann. Achso, ja, genau. Ist unser Ziel? Haben wir eine Roadmap? Ich weiß gar nicht, habe ich die jetzt hier? Habe ich gerade nicht hier, ne? Oder? Mal gucken. Preorder, 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 Demo. Ne, ich glaube, ich habe die gar nicht hier, ne? Ich muss mal kurz gucken, warte mal. Die Roadmap, die Roadmap, die kann ich eigentlich mal kurz raussuchen. Wo haben wir sie denn? Schöne neue Welt. Nee, halt. Da, schöne neue Welt. Bap, 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 bap. 2.0 hier. Wo ist sie denn? Da ist sie. So, einmal so. Aber die Kickstarter-Augen aus. Danke. Ist es die aktuelle Roadmap? Lass mal kurz schauen. Ja, sieht gut aus. Genau. Und da im Oktober, ne, da kommt erstmal ein Fragezeichen-Booster. Ah, das ist Surprise, Surprise, was da kommt. Ne? Genau, August kommt der Fleischjagd-Booster. Jetzt im April Biocrisis X Totenstadt-Booster. Der ist leider noch nicht bei uns angekommen. Ist noch unterwegs, also ist noch im Versand zu uns quasi und wird dann natürlich an alle Vorbesteller rausgeschickt, wenn er da ist. Beziehungsweise, ja, ihr könnt ja jetzt, oh, beziehungsweise an alle, die jetzt halt auch noch vorbestellen. Eigentlich ist die Vorbestellung ja zu Ende, weil ja eigentlich ja mit April rausgeschickt werden sollte am Anfang, aber gut, jetzt läuft die Pre-Order weiter. Also, wenn ihr wollt, ne, bestellt euch noch euren Totenstadt, Biocrisis X Totenstadt Booster bei uns im Shop. Genau, August, Fleischjagd Booster. Ja, der wird auch demnächst, also wenn der Biocrisis X Totenstadt Booster hier ist und versendet wird, dann kommt der Fleischjagd Booster in die Pre-Order, kann vorbestellt werden für den August. Oktober ist halt noch ein Surprise, Fragezeichen, genau, weil da ist nämlich auch die PolarisCon in Hamburg, auch sehr geil, das wird wieder ein Riesenspaß, da gibt es ja natürlich wieder eine Promokarte. Dann schöne neue Welt, Kickstarter-Vorschau auf der PolarisCon, da werden wir alles nochmal so live zum Anfassen mit allem drum und dran haben, ne, auch vielleicht ein, zwei, drei Züge zum selber spielen und sowas schon und sowas da. Das wird, glaube ich, eine ganz interessante Geschichte. Katie ist auch mit dabei. Das wird, glaube ich, eine ganz lustige Nummer. Dementsprechend, ne, wenn ihr in Hamburg seid oder im Oktober in der Nähe seid oder wie auch immer, ne, schaut mal auf der Polaris Convention vorbei. Wir sind da im Tabletop-Bereich mit Ulysses und wie seid alle heißen. Das wird eine sehr coole Nummer. Also wer auch Bock auf Warhammer hat und so weiter, Dice ist zum Beispiel auch da bei uns. Das wird alles sehr cool werden. Games Workshop übrigens auch da, ne, wird eine riesen Sause werden. Und natürlich das Build a Monster 2023 Umfrage startet da auch. Ja, Oktober ist proppe voll, Dezember ist ja natürlich wieder Surprise Booster und dennoch der Hinweis auf ein mundliches Goodie Bag auf unserer Ko-fi-Seite. Ja, da unten ist auch nochmal eingeblendet, seht ihr da ja im schwarzen Rand gerade Support Us und Ko-fi.com/BloodandBrain. Ganz einfach so wird dann zu finden, da gibt es halt das Goodie Bag und sowas und ja, genau, aber. Zack, zack, hier, da, wie gesagt, im Oktober wollen wir den Kickstarter so weit haben, dass wir da dann halt auch schöne Runde spielen können, Content zeigen können, sagen können, das ist der Unterschied, das ist mit Schöne Neue Welt und der Map, das ist ohne Schöne Neue Welt und die Map oder das ist halt mit Schöne Neue Welt, aber ohne die Map und so weiter, dass wir da ein bisschen Klarheit schaffen können und man sich die Sachen angucken kann und so weiter und so fort. Das ist so das Zielmoment, dass es im Oktober soweit ist. Und vielleicht sind wir ja auch im Oktober schon so weit, dass wir sagen können, zack, hier, schaut euch das an, Polaris, bumm, geil, ist fertig, ne? Geht nach der Polaris direkt, zack, bumm, Kickstarter, es geht online, ne?
So, also Ende Oktober, so, ich glaube 2 Wochen vor Halloween oder sowas ist die Polaris. Ne? Kann also durchaus sein, dass wir da dann auch online gehen und sagen, hier, zack, so ist das hier. Bam, bam, bam. Ne? Kickstarter läuft, ziemlich cool. Wir werden sehen, wir werden sehen. Aber das Ziel ist erstmal halt bis Oktober halt ordentlich was zeigen zu können. Deswegen ja auch Kickstarter Vorschau. Genau. So, machen wir nochmal weg hier. Zack, zack, zack. Zack, sage ich. So, danke. Genau. So. Und das war soweit erstmal alles dazu. Das ist ein kleiner Rundumblick, so im Groben, was wir so vorhaben, in welche Richtung eine schöne neue Welt gehen soll. Kurz das Cover gezeigt, ne, den Plan mit Oktober klargestellt. So. Wir werden sehen, es wird interessant werden. Ja, und nochmal der Hinweis: Es wird jetzt nicht jede Woche ein Video geben. Ja, wir machen nur ein Video dazu, wenn wirklich irgendwas Signifikantes passiert, wenn irgendwas Aufregendes passiert ist, irgendwas, was wir euch auf jeden Fall mitteilen müssen, wenn irgendwelche krassen Karten fertig geworden sind, wenn die ersten Drucke hier ankommen, wenn wir die und die Idee haben, wo wir einfach sagen, ob das cool ist, da müssen wir die Leute fragen. Ne? Dann machen wir ein Video dazu. Ja, deswegen am besten ein Follow da lassen bei uns auf Kickstarter-Seite hier, dann kriegt ihr halt immer Bescheid. Oder folgt uns halt auf Discord. Sogar noch einfacher. Kommt auf unser Discord drauf, ne? Oder halt auf Twitter. Wie alle heißen die ganzen Seiten, ne? Auf Twitch, wenn wir da live sind, kann man auch gut sabbeln nebenbei und sowas. Ne? Die Links sind alle unter der Videobeschreibung. Und ansonsten auch zu finden auf www.totenstadt.com. Ja, gut. Das war dann jetzt gerade erstmal alles. Wie gesagt, war ja so ein kleiner. Ne, hier, wir arbeiten da dran, ne, geht los, ne, stellt euch Infos ein, ohne zu viel zu verraten, aber schon eine Richtung festzulegen, in die wir gehen wollen, so, damit ihr so ein bisschen wisst, auf was ihr euch einzustellen habt, genau, oder was ihr zu erwarten habt, ne, genau. So, und das werde ich jetzt, wie gesagt, immer mal spontan nebenbei machen, wenn es was zu erzählen, zu zeigen gibt, und ich denke, deswegen ist Vlog, also Videolog, schon gar nicht so falsch von der Idee her. Genau. Mal gucken, vielleicht machen wir da auch mal so ein paar, ja, für uns untypische Geschichten eigentlich, ne? Mal so Real-Life-Videos, die ja, wenn, keine Ahnung, wenn irgendwas ankommt hier aus dem Presswerk oder sowas, dass man einfach mal sagt, ja hier, ne, zack, so ein Live-Unboxing. Live, genau. Das wäre ja auf Twitch dann, ne? Aber so ein Unboxing-Video, halt hier, zack, bumm, seht euch die Karten an, so sehen die aus. Irgendwie so in der Richtung. Müssen wir mal gucken. Mal sehen. Also wir haben ein bisschen was vor mit dem Vlog. Gucken, wie sich das entwickelt. Und ja, genau. So, und jetzt werde ich erstmal weiterarbeiten an der englischen Variante. Weil da wird demnächst auch nochmal was kommen. Da werde ich wahrscheinlich auch nochmal eine kleine Videoreihe starten, damit ja auch unsere englischsprachigen Zuschauer und so weiter ein bisschen was mitbekommen, was überhaupt Phase ist und sowas. Ja, weil genau, die englischsprachigen Spielerschaften sind nämlich auch angepeilt und durch die Fertigstellung der Basisbox kann man da also nämlich schon mal ein bisschen in die Richtung steuern, ne? Und so ein bisschen sagen, hier, hallo, wir sind hier. Mal gucken. Es wird spannend. Dieses Jahr wird spannend, habe ich letztes Jahr schon gesagt. 2023, da wird sich eine Menge Stuff entscheiden. Und ich hoffe, ihr seid mit dabei. Genau. So, gut. Dann würde ich sagen, reicht das jetzt für heute. Ne? Playlist wird gleich eingeblendet und sowas. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Auf Twitch, irgendwo hier, Twitter, Discord, wie auch immer. Ne? Danke fürs Zuschauen, reingehauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.